Eddie, Gotham. 4 Uhr morgens. Arkham City. Der Held steht auf dem Dach und benutzt die Enigma-Maschine, weil das riesengroße Menü das unbedingt möchte. So, wir wissen immer, dass das Passwort Münze ist. So, diesmal funkt es keiner dazwischen, das ist schon mal viel wert. Uff, gerade gelöst? Ja. Anscheinend habe ich dich unterschätzt. Doch bevor du jetzt überheblich wirst, solltest du versuchen, meine nächste Geisel zu retten. Bring dein Handtuch mit. Handtuch mitbringen. Wie gesagt, wir müssen... Achso, die Katzen... Ach, die Katzen sind der Wechselpunkt, okay. Hat sich also von Clayface dubeln lassen? Wieso habe ich das denn nicht gemerkt? So, jetzt machen wir erstmal für den Anfang erstmal machen wir das eine Ding, was hier ganz am Eingang von Arkham City ist. Hört ihr jetzt das an? Vielleicht sollte ich versuchen, abzuhauen. Aha. Ach ja, da vorne ist es. Hängt Ra's al Ghul eigentlich immer noch rum? Naja, den haben sie weggeräumt. Was? Die Schule haben wir gegeben, dass derjenige, der sich schlecht verhält, irre werden könnte? Strange. So. Nachdem mir das Spiel letztes... Oh, ja, ich level ja. Danke, liebes Spiel. Spezielles Multi ausschalten, whatever. Werde ich Inni machen. Spezialkombo verschrotten! Das hätte ich gebraucht! Ja gut, das ist, gut, dass man das jetzt sieht, dass es das Ding überhaupt gibt, weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auf jeden Fall forciert. Wir sind Menschen, oder? Sie könnten uns wenigstens Essen geben. Oh, ich habe einen Deadshot gesehen. Also den hätte ich vorher also gar nicht machen können, den Deadshot. So. Die Fledermaus. Ja, yeah, die Fledermaus, in der Tat, die gibt's. Warum macht er sich Sorgen? So. Deadshot. Batman, ich habe erneut das Geräuschmuster von Deadshots Scharfschützengewehr innerhalb von Arkham City geortet. Ich habe anhand des Einschlagsgeräuschs diese Position triangulieren können. Wenn Deadshot wieder getötet hat, wird sich das Opfer in dieser Gegend befinden. Ja, das ist schön für Sie. beziehungsweise für ihn. Ich hab gerade Catwoman gelesen, das dachte ich gerade an sie. Strange also tot. Gut. Geschieht dem miesen Bastard recht. Schnurstracks, das Rätsel gab's doch vorher auch nicht. Vor allem muss ich jetzt um diesen dummen Turm herumfliegen. Das ist noch viel schlimmer eigentlich, ne? Ich will ja nicht noch in diese eine Höhle, um die drei Ritter-Trophäen zu kriegen. Ich selber gerade eigentlich wollte noch diesen Comic mal kaufen, hier, The Killing Joke. Ich müsste ja nur um die Zeit finden, den mal tatsächlich zu lesen. Joker ist also tot. Eine Ära geht zu Ende, Mann. Eine verdammte Ära geht zu Ende. Eine verdammte Ära. Ja, ja. Ein Strahlensbeispiel für Gerechtigkeit. Sehe ich nicht so. Achso, warte mal. Dafür habe ich einen Hinweis bekommen, fällt mir gerade ein, für dieses Dings. Okay. Lass los, du Bastard! Oh. Da haben wir wieder diesen Steuerungsscheiß. Das hasse ich. Weißt du, ich klicke da 20 Mal, dass ich runterspringen würde. Das geht einfach nicht. Ja, würdest du bitte mal so einen Scheiß... Oh. Ist der jetzt tot? Oh, ey, so ein Scheiß. Du kannst in diesem Spiel überall hochspringen. Aber wenn du irgendwo runter willst, geht gar nichts. So, kann ich das Ding jetzt einfach so angucken? Nein. Weil der Hinweis war mit dem ein strahlendes Zeichen für Gerechtigkeit. Da meinte jemand, das Symbol, mit dem Batman herbeigerufen wird. Da suchen wir entweder den Fluglichtscheinwerfer und... Junge! Okay, wahrscheinlich muss ich einfach nur den Fluglichtscheinwerfer fotografieren, oder? Oder das Symbol selber in der Luft. Das nervt ich enorm, wenn du versuchen willst, irgendwo runterzuspringen, ne? Haha, Rätsel gelöst. Schön. Oh, Gordon gegen Sharp. 2.
Nachdem er den Prozess gegen den Bürgermeister verloren hatte, wurde Gordon in das Rathaus zitiert. Sharp versuchte ihn vor den Vorzügen der Anstalt zu überzeugen, aber Gordon blieb standhaft. Sharp ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er versicherte Gordon, dass er Verständnis für dessen Meinung hätte und erwartet, dass Gordon sein Amt in aller Stille niederlegen würde. Wütend verließ Gordon den Raum. Er wäre wohl zurückgetreten, aber Batman überzeugte ihn, es nicht zu tun. Batman schlug vor, Sharp und das Projekt mit einer öffentlichen Kampagne anzugreifen. Kopf dieser Kampagne sollte nicht Gordon, sondern jemand mit Geld und Einfluss sein, dessen Auftreten die Unterstützung der Öffentlichkeit sichern würde. Jemand wie Bruce Wayne. Boah. Ich werde schon wieder heiser, wenn ich so viel aufrege. Ich hasse das. Mal ganz ehrlich, das ist... Ach, das hasse ich. Das ist das Dümmste. Das ist das Dümmste überhaupt, wenn Steuerung so hart versagt, dass du nicht richtig steuern kannst. Also, offensichtlich. Oh, da gibt es noch ein Profil. Ich kann es übersehen. Pass auf, jetzt haben wir wieder das Problem. Ich möchte genau eine Etage tiefer springen. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Die Tiere haben Spaß und wir frieren uns den Arsch ab. Oh. Kampagne freischalten, Eindringen in der Straße, das sind diese ganzen Dauerkämpfdinger. Gut. Ich nehme an, Jokers Funland stehen immer noch diesem Schaften rum. Sehr knapp wird es bei. Ich wüsste, ich müsste eigentlich mal gucken, von wo der große grüne Punkt dem war. Oben auf dem Turm gesehen haben, der Bestandteil des Fragezeichens ist. Hör auf zu jammern, Weichei. Du musst einfach nur das tun, was ich dir sage, klar? Komm ja nicht auf die dumme Idee, dich mit mir anzulegen. Ich hab Freunde hier drin. Ich bekomme das. Was macht Batman hier? Hä? Ich hab's doch gesagt, es ist Batman! Oh. Schnappt ihn! Es ist echt nicht so... Oh. Warum packt er denn jetzt schon eine Bombe? Ich verstehe es nicht. Ist jetzt down? Hä? Achso, jetzt. Endlich. Wart das war nicht anstrengend. Zu lügen. Ich merke das. Oh, mehr weiß ich nicht. Danke sehr. So. Wo ist denn der politische Gefangene hier? Ja, Jimmy, ich würde dir ja gerne helfen, aber es ist beim besten... Es ist beim besten Willen halt irgendwie nicht möglich für mich, irgendwo runterzuspringen. Leben ist für Gewaltakte. Ich frage mich, wie ich das noch machen muss. Eigentlich will ich ja nur dieses große Loch, was hier ist. Oh, warum springt er denn immer dahin? Das ist so inkonsistent, das ist die Hölle. So, war denn jetzt dieses Loch hier eigentlich? Hier war. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur über dieses Gebäude hier rüber und dann auf der anderen Seite. Batman! Oh. Oh, wir. Er ist ja dafür, dass die halt irgendwie total ungenaue Waffen haben, treffen nämlich irgendwie viel zu gut in solchen Situationen. Oh, meine Güte! Ich will einfach nur da runter. Junge, lass dich fallen! Warum muss er sich denn andauernd an jeden Dreck festhalten? Weißt du, willst du einfach nur durchs Level springen, aber nein! Batman muss sich natürlich an jeder Ecke festhalten. Das ist so Steuerungsprobleme werden denn... Richtig offensichtlich, wenn du es irgendwie eilig hast und darauf vertraust, dass irgendwie alles schnell funktioniert. Und das tut es halt irgendwie gar nicht. So, war denn das hier überhaupt? Hier war das. So, genug aufgeregt. Das wird nicht einfach, Dark Knight. Glaubst du, wie das mir in den Zwingen geguckt hat, dass du schon zigmal dran vorbeigelaufen bist? Achso. Achso, ich muss dir noch was werfen, ne? Warte mal. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1.
Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung... Hä, wollt ihr mich verarschen? Überrascht mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin als du. Hä? Ich hab die Dinger doch zugeworfen, warum muss ich alle damit anwerfen? Wo komme ich denn jetzt raus? Hoffentlich direkt davor, nicht irgendwie am Arsch der Welt. Naja, mal genau da. Das wird nicht einfach, Dark Knight. Aber ich hab die Dinger noch mit Eis zugeworfen. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Achso, die... Achso, lol. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Ach so, ich muss die im Vorfeld zufrieren. Sieh an, sieh an. Der Affenmann hat versagt. Nein, sowas. Wie absehbar. Der sieht ganz schön verfallen aus, der Riddler, ne? Weil die Dinger sich gegenseitig aufwärmen. Also müssen die quasi synchron sein, oder was? Na gut, dass ich jetzt diese zeitverzögerten Dinger gelevelt habe. Set can souls wohl random input spam. Das wird nicht einfach. In Souls funktioniert random input spam auch nicht. Okay, wie kann ich die Dinger jetzt hier. Hä? Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Hä? Die Antwort ist 2. 1. Hä? Und hä? Was ist los? Hat sich dein primitives Gehirn damit abgefunden, dass ich, der Riddler, dir überlegen bin? Geht so. Aber das war, glaube ich, wieder ein Steuerungsproblem, oder? Ich müsste das irgendwie zünden gleichzeitig, aber ich bin halt zu doof. Vor eine Freestyle mit seiner Frau Nora, die von Joker gekillt mehr wurde. Ich würde da gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist und ich habe auch keine Indizien. Und ich dachte, ich erfahre noch irgendwas. Hä? Das wird nicht einfach. Okay, warte mal, wir können ja mal in die Steuerung gucken. Wir müssen hier ja nicht sinnlos rumrätseln, nicht wahr? Ich habe übrigens noch neue Biografien freigeschalten. Von Clayface. Ist das schwer verletzt und einzusperren? Na gut, ist. Dark Knight! Yeah, warte mal. Wayne Tech. So, warte mal, haben wir das denn hier? Ausrüstung. Aber warte mal. Die fehlen mir bestimmt, oder? Ah, nee, warte, die habe ich. Nee, die habe ich noch nicht. Frieskanate friest mit einer Annäherungsgranate, die automatisch zündet, wenn ein Gegner in die Nähe kommt. Aber dann verbessert der Auto kommt mit dem Friesschuss und der Friesgranate. Warte mal, den Friesschuss habe ich doch schon noch nicht. Linksträger, rechts der Friesschuss abkämen. Ziehen, du kannst die man direkt. Direkt ist das Friesschuss, was das mal einfach zu bringen, zwar unheimlich, wenn du das vorher hatte. Dabei steht kurzer Eis schon, den Auftriebstamp. Okay, gut, aber ich hab doch noch. Friesgranate. Und was unterscheidet den Friesgranate von dem Friesschuss? Hä? Okay, das ist die Friesgranate. Wie mache ich den Friesschuss? Linker Trigger, rechter Trigger. Hä? Ich meine, das wird ja wahrscheinlich nicht damit gelöst, dass ich das Ding aber dann mittig werfe, oder? Löst das eigentlich auch? Ja. Ich muss tatsächlich ein Batarang werfen. Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Okay. Und dem Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Muss ich mit Quickfire draufwerfen? Ja, aber das hatte ich ja auch schon versucht. Überrasch mich nicht. Ich wusste, dass ich besser bin als du. Oder sind die schräg oben rechts statt links? Schräg oben rechts? Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Wie sind die Serie, mit der Identität, die im Steinboden steht? Das habe ich ja auch noch nicht, ne? Die müssten jetzt ja alle machbar sein. Das wird nicht einfach. Ach so. Dark Knight.
Wenn Dark Knight versagt, welche Zahl folgt dann nach der 3? Die Antwort ist 2. 1. Ich hab und die ganze Dark Knight ist es nicht gelungen, die Herausforderung zu bewältigen. Ich habe die ganze Zeit Granaten geworfen. Das war mein Problem. Das ist mir bis vorher nie aufgefallen. Was ist Dark Knight? Hast du alle Aspekte meines Rätsels durchschaut? Sorry. Ich habe das Loot vergessen. Okay, ich habe einfach die ganze Zeit die falschen Dinger geworfen. Naja gut, das hat ja zum Glück überhaupt nicht lang gedauert. Ups, da, ne? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also ich hätte schon die ganze Zeit machen können. Ich hätte gar kein spezielles Update dafür gebaut. Ich habe bloß mal meiste Zeit das falsche Zeug geworfen. Naja gut. Aber damit haben wir den Scheiß jetzt auch geschafft. Jetzt muss man nur noch auf die Schnelle noch eben die Geisel retten. Ich habe gleich Kopfschmerzen. Das eventuell vom Sport und aber auch vom Aufregen kommt. Das hier ist noch markiert. Okay, gut. Dann können wir... Ich hab leider immer noch keine Ahnung, was das Rätsel mit Zazz zu bedeuten hat. Echt nichts, was ich greifen kann. Immerhin. Wir müssen hier so ein Loch in der Bude. Oh. Jetzt komme ich bestimmt mit Catwoman da rein und kann die Dinger holen. Wo sich natürlich fragt, ob ich das wirklich noch muss. Vielleicht kann ich jetzt auch endlich nach Nora suchen. Das ist völliger Irrsinn. Da bist du ja, Batman. Komm hier rüber. Da lang. Natürlich kann er darüber schießen. Er ist zurück. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Oh Gott! Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Er ist zurück! Ach Mann! Was ist? Und warum spricht denn jetzt? Warum spricht denn jetzt den Typen an, der keine Waffe bei hat? Der Typ, der da noch stand. Ich wusste es. Du bist nichts als eine halbe Portion. Der Typ, der da noch stand, war der, den ich umgehauen hatte, der dann wieder aufgestanden ist und weglaufen konnte, weil ich natürlich den Arsch am Ende der Welt anspringen muss, der sowieso keine Waffe gerade hatte. Ach man, sowas Dummes. Ach, das ist doch scheiße. Ich sollte mehr mit den Freeze-Dingern arbeiten. Jetzt bin ich vor allem wieder hier. Oh. Na gut, die Riddler-Leiche retten wir dann diesmal wohl nicht mehr. Leiche? Geisel natürlich. Glück und konnte abhauen. Hat Narben an Stellen, über die ich nicht mal nachdenken will. Das ist ja schön. Na gut, diesmal ignorieren wir die Typen. Weil eigentlich wollte ich nur das Riddler-Ding schnell, den Riddler-Informanten schnell auseinandernehmen. Aber das ist ja anscheinend ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwie mit Schusswaffen bewaffnete Gegner. Wie es hier von Minute zu Minute schlimmer wird. Weil irgendwie wissen die natürlich mal sofort, wo du bist. Und ich werde von der Steuerung verraten. Möchte ich mal feststellen fürs Protokoll. Warum springt denn diesen Gegner an, der übel weit weg ist, anstatt der direkt davor ist? Die beiden Typen nicht ohne Probleme hätte bewusst zuschauen können. Und der wäre gut gewesen, aber nein. Hier ist übrigens noch eine Riddler-Trophäe. Steuerung. Ja, so. Hier soll irgendwo ein Riddler-Geist sein. Hinter extrem. Ich sehe mich übrigens nicht irgendwelche Herausforderungen machen, ne? So, wo soll das hier sein? Freunde? Was genau sehe ich da hinten eigentlich? Ach, das ist ein Typ mit Armor. Okay, gut, das ist mir relativ egal.
Ihr müsstet denn ja theoretisch irgendwo einen Eingang geben, oder? Er ist nicht tot. Glaube ich nicht. Ja, ist ja gut, aber... Hä? Das Riddler-Ding soll angeblich genau hier sein. Bis jetzt hat er immer irgendwelche... Oh. Das hätte er natürlich nicht vorher machen können, ne? Die waren einfach reintreten. Ich habe mich zu viel aufgeregt, ich habe Kopfschmerzen. Länge. Oh je, ein Filmchen. Ich hab's geschafft! Das ist ein Rätsel, das du nicht lösen kannst. Ich habe deine Techniken studiert und deine lächerlichen Spielzeuge begutachtet. Nichts von dem, was du bei dir trägst, wird dir bei diesem Raum helfen. Die Geisel wird sterben und ich gewinne. Aha. Kannst du mich befreien? Bitte! Ja, bestimmt. Sollte es so einfach sein? Das ist wahrscheinlich nur der erste Teil, oder? Natürlich. Was? Wie hast du? Wo hast du? Das ist Betrug! Hast du mich gehört? Betrug! Aha. Oh, die mögen kein Wasser, die Dinger. Ich kann das Wasser bestimmt hier mit irgendwie Zeug ableiten, oder? Was sind das da für komische Elektro-Dinger? Oh, da muss. Das fühlt sich so an, als müsste ich da ziemlich schnell sein, oder? Okay. Vor allem, er hat meine Hilfsmittel studiert? Und dann? Dann komme ich hier mit dem linearen Überwindungsgerät durch. Achso, warte mal. Ich hätte vielleicht früher abspringen müssen. Hui. Probleme, Dagmar. Zu viel Druck? Was will denn bis jetzt? Das ist gut. Jetzt könnten wir uns einfach da durchquetschen und gut wäre es gewesen, ne? Achso. Lass mich hier raus! Ja, warte mal, ich bin noch in der Research and Development Phase. Ja, doch. Ups. Ich drücke mal um die falschen Tasten. Okay. Okay. Geisel gerettet? Jetzt ist alles gut. Er hat Ihnen die Zahlen gegeben. Hat er? Oh nein. Welche noch gleich? Es ist wichtig. Sie müssen sich daran erinnern. Es war 606 zu... Oh ja, es war 606 zu 120. Sie sollten sich jetzt hier ausruhen und wenn Sie sich besser fühlen, zur Kirche zurückgehen. Ich muss Riddler verfolgen. Natürlich. Der Riddler, Biografie Nummer 1. Das hatte ich schon durchgelesen, oder? Was ist das? Nur keine Sorge, Herr Bürgermeister. Es ist alles unter Kontrolle. Ich verspreche es Ihnen. Ist nicht so, dass ich Ihnen nicht traue, Hugo. Es ist nur die Kopfschmerzen, dieser Schmerz. Ich habe das jetzt ständig. Nehmen Sie weiter Ihre Medikamente. Aber es ist spät, Herr Bürgermeister. Sie sind müde. Sie brauchen Schlaf. Natürlich. Ich brauche meinen Schlaf. Sie legen jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Trottel. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was?
Sie wagen es, in mein Büro einzudringen? Oh, ich bin nicht in Ihrem Büro. Und bitte versuchen Sie erst gar nicht, diese Übertragung zurückzuverfolgen. Sie würden kläglich scheitern. Ich vermute, ich spreche mit Mr. Edward Nigma. Glauben Sie etwa, dass sonst noch jemand in Ihrem Irrenhaus genial genug wäre, diese kleine Plauderei zu arrangieren? Narzissmus. Zwanghaftes Verhalten, seinen Intellekt unter Beweis zu stellen. Vorliebe für Rätsel. Sie haben eine Akte gelesen. Natürlich. Gut, fangen wir also an. Wie wollen Sie verstehen, was in Arkham City los ist? Die Antwort auf alle Fragen ist doch voll strange. Welch Glück aber auch, dass Strange auch in der deutschen Jugendsprache häufig Sinn ergibt, ne? Wie war das 666? Achso, da oben steht's ja. Ach, gut, ich muss jetzt zum Glück nichts merken, sonst müsste ich am Ende noch Probleme. Es kommt für mich wenig überraschend, dass du versuchst, den Aufenthaltsort zu finden, bevor du genug Geheimnisse gesammelt hast. Das war vollkommen vorhersehbar. Was? Ich hab immer noch nicht genug. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ich warte hier, bis ich wieder zu Atem gekommen bin und versuche dann zur Kirche durchzukommen. Natürlich tust du das. Aber hey, wir können den Ausrüstungsverschrotter leveln. Der ruhig hätte schon mal vorher erwähnt sein können. Das kriege ich wahrscheinlich eh nie durch. Aber, naja, hey. Ja. Nein! Das kannst du unmöglich getan haben! Wie hast du... Wer hat dir geholfen? Schummler! Ich weiß, dass du geschummelt hast. Das ist noch nicht vorbei, Dark Knight. Oh nein, das macht die Dinge komplizierter. Menschen werden sterben. Und das ist deine Schuld. Da muss ich echt viel Mühe bei diesen Toneffekten geben, oder? Naja, sei es drum. Strange? Als deutscher Name? Ja, das würde auch funktionieren, aber dann hätte es nicht die Bedeutung. Naja gut, wie dem auch sei. Dann haben wir fürs nächste Mal noch jede Menge Nebenquests vor uns. Und an der Stelle machen wir nochmal Schluss.